Wir brauchen auf jeden Fall einen Trainer, der die Situation erstmal annimmt, der mit dem vorhandenen Kader, dem wir absolut vertrauen, sich identifizieren kann und auch damit arbeiten möchte auch. Was für ein Trainertyp es sein soll, das hat der Präsident gestern auch schon gesagt, dass es nicht ein Feuerwehrmann sein wird. Und das, was ich gesagt habe, der die Situation annimmt, der die Mannschaft stabilisiert auch und ein Stück weit darüber hinaus sich und auch die Mannschaft weiterentwickelt. Aufgrund der Kürze der Zeit könnte es schwierig werden, aber wir arbeiten natürlich an der Lösung, wenn es möglich ist, dass am Wochenende schon jemand auf der Bank sitzt. Wenn es nicht so sein sollte, vertrauen wir aber auch den Leuten, die jetzt gerade das Training geleitet haben, auch das Spiel auch dann so anzugehen, dass wir das Spiel erfolgreich gegen Dresden gestalten können. Jetzt sind Trainer kontaktiert worden, ja, und es werden auch Gespräche stattfinden und finden Gespräche statt. Und dann schauen wir, dass wir schnellstmöglich die bestmögliche Lösung hinkriegen. Wir können auch auf die Tabelle gucken und das ist jetzt die momentane Situation. Natürlich beschäftigt man mit solchen Szenarien, aber wir sind absolut davon überzeugt, dass wir die Qualität in der Mannschaft haben, schnellstmöglich die nötigen Punkte einzufahren.